erstens einmal auch bei uns eine große Freude und eine große Überraschung. Wir waren schon sehr positiv überrascht, als wir für den Umweltpreis 2016 des Öko-Business-Plan der Stadt Wien nominiert wurden. Wir sind ja da mit 8 anderen, also in Summe sind 8 Projekte sozusagen nominiert worden mit prominenten sozusagen Mitbewerbern wie dem Tiergarten Schönbrunn oder der Bank Austria, also großen Institutionen in dieser Stadt. Und für mich ist es, wir haben unser Projekt, unser CSR-Projekt Violett ist mehr eingereicht, wo wir die Themen im Bereich der Umwelt, aber auch des sozialen Engagements und des gesellschaftlichen Engagements eingereicht haben, wo wir unsere Dachmarke für unsere CSR-Maßnahmen gegründet haben. Und hier natürlich gerade im Bereich Umwelt für unser Stadionprojekt diesen Preis zu bekommen, quasi zum Start, ist einerseits eine Riesenüberraschung, eine Riesenauszeichnung, aber natürlich auch ein großer Auftrag, jetzt dann in den nächsten Jahren es auch so umzusetzen, wie wir uns das vorgenommen haben. Das heißt, die Austria wird da ausgezeichnet für ein Projekt, das es ja eigentlich noch gar nicht gibt und quasi erst so entstehen wird. Ja, sie wird teilweise für dieses Projekt und das, wie ja bekannt ist, haben wir uns dazu entschlossen, dass die neue Generali-Arena nach den Kriterien, nach den internationalen Kriterien, das ÖGNI-Zertifikat, das erste nachhaltige Stadion in Mittel- und Zentraleuropa bekommen wird. Nach unseren Informationen ist nur das Stadion, das neue von Beşiktaş Istanbul in Teilbereichen, so konzipiert, dass es diese Anforderungen erfüllt. Das ist eine Riesenherausforderung, beispielsweise bei der Auswahl der Materialien, aber auch, und das sehe ich immer als die Herausforderung, wenn ich mit den Kollegen und den Partnern spreche, wir schaffen ja hier nicht nur ein neues Stadion, das jetzt den Stadionkomfort am Matchtag liefern soll. Wir schaffen ja auch eine Immobilie, die einer Ganzjahresnutzung sozusagen unterzogen werden soll. Und da ist die Herausforderung, es auch so zu planen, dass es in den nächsten 25, 30 Jahren auch funktionieren kann. Und das ist eine große Herausforderung. Und gleichzeitig sehen wir, wenn man heute in die Welt hinausblickt, das Thema Energie, Ressourcen wird immer wichtiger. Und daher war es für uns klar und selbstverständlich, beispielsweise, wenn wir eine Photovoltaikanlage auf der neuen Nordtribüne installieren werden, wo wir aber wieder 95% des Stroms, der produziert wird, selber für die Anlage verwenden können. Oder beispielsweise die Zisternen des Regenwassers, die wir schon bei dem Bau der Osttribüne eingesetzt haben, ausbauen, sodass wir Regenwasser für das Besprenkeln der Rasenflächen, nicht nur des Hauptfeldes, sondern auch der Trainingsflächen nehmen, um das wertvolle Trinkwasser als Ressource zu sparen, schonend zu behandeln, dann ist das auch ein Auftrag, quasi ein gesellschaftlicher Auftrag. Und mich freut es total, dass wir als Fußballclub, was ja auch nicht üblich ist, einen solchen Preis bekommen. Und ich sehe es, wie gesagt, mit großer Freude, aber auch als großen Auftrag für die zukünftigen Projekte.